Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge haben wir es getan. Wir haben den Herbst eingeschaltet, wollte ich gerade sagen, eingeläutet. Und ich schau mal eben, wir haben ja zwei, drei Fische auch noch gefangen. Die könnte ich direkt mal kurz umwandeln. Okay, vier Stück insgesamt, waren wohl noch welche von davor drin, denke ich mal. Dann müsste unser Trank fertig sein, genau. Glaskugeltrank, den benutzen wir natürlich. Und zwar auf den Mann, den wir irgendwann mal heiraten möchten, nämlich Wesley. Oh, I think I see something. Ach, wir haben hier schon vier Sachen jetzt. Stimmt ja. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ofenlachs. Im Ofen gebraten, auch mit Spinat und Fenchel servierter Lachs. Spinat könnte ich theoretisch selber züchten. Ein perfektes Feiertagsgericht. Ja, sehr schön. Dann bräuchten wir quasi nur noch einen Trank. Ist die Frage. Da brauchen wir jetzt wieder Rot für. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall noch. Dass wir noch einmal Rot herstellen, beziehungsweise noch einen Trank herstellen. Dann haben wir nämlich alles von Wesley. Glaskugeltrank. Ich wollte zwar eigentlich erst den anderen Trank machen, weil der dauert jetzt natürlich auch wieder 10 Stunden. Aber, ach so, genau. Wir müssen auch noch mal gucken, dass wir Temposchubzauber machen. Oh ja, die kosten nicht so viel. Nehmen wir mal zwei. Ach so, und ich habe noch einen Schlossknacker-Zauberformel. Wir bräuchten aber insgesamt vier. Das heißt, ich brauche noch zwei Tinte und zwei Papier müssten wir auf jeden Fall noch haben. Ach so, nee, Moment, Tinte ist ja hier drin. Machen wir da mal direkt fünf, dass wir noch ein bisschen was im Petto haben. So, dann. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Warte, ich komme sofort zu dir, Violet. Ich muss mir nur mal kurz Papier machen und. So, und. Achso, was war mit dem Wein eigentlich? Der braucht noch 4 Tage. Oh je, okay. Ich hatte den quasi offline, nämlich nochmal reingemacht. Ich komme sofort, Violet. Ich komme sofort. Beweg dich nicht vom Fleck. Jetzt bin ich gerade überlegen, was wollte ich jetzt? Ich wollte den Zauber, genau, den Schlossknacker-Zauber machen. Dafür brauchte ich die ganzen Eier. Genau, das war. Oh, der war so teuer. Oh. Und dann habe ich fast keine Magie mehr. Oh, na gut, machen wir so trotzdem mal. Müssen wir die halt heute Abend wieder auffüllen oder zur Not halt was trinken. So, ihr Lieben. Bevor sie mich jetzt irgendwo hinwegzieht. Ich weiß ja nicht, also was Violet mit uns vorhat. Werden wir mal ganz schnell noch hier was einsammeln. Liegt doch überall Laub rum, ne? Also, es sieht ja schrecklich aus, als ob ich mich hier nicht drum kümmere, wie es hier aussieht. Kann ich da. Ja, ich kann zumindest meine Gießkanne wieder füllen. Oh, ich bin erschrocken. You scared the living daylights out of me. Oh, I'm sorry. I keep forgetting that you're not used to teleportation. So what you doing? I was just watering my crops. By hand? Gear wheels and grease, girl. Just because you're human doesn't mean you have to stick with human tech. If you want to learn a more efficient method, swing by my shop anytime. See ya. Wait, I hate when you do that. Who are you talking to? Thomas! I was just talking to my watering can. I do that sometimes. Why are you here? I was checking to see if your well's working again now that the drought's over. But I can see it is, so I'll be on my way. Wash ashores. Er muss mich jetzt für total bescheuert halten. Ein Propeller bot sich an. Besuche Zephyrs Werkstatt, um von einem einfacheren Weg zu erfahren, um dich um deine Farm zu kümmern. Ja, das hört sich doch geil an. Hat sie das My jetzt watering can angenommen? is already full. Okay, also sie hat's angenommen. Muss ich noch mal mit dir reden? I heard that during fall, humans like to jump into piles of leaves. Why would you do that?
Leaves are covered with bugs. Jump in a pile of lithium metal instead. It's real soft. Okay. Ja, kann ich die jetzt öfter bei mir auf der Farm dann treffen, oder wie? Das wäre natürlich geil. Ich habe alles... Ja, ich wusste es, ich wusste es. Die Sonnenblumen können nicht angebaut werden. Da müssen wir uns nämlich jetzt neue Blumen heute holen. Ja, ich bin ein bisschen irritiert jetzt irgendwie noch von ihr. Aber okay, wir reden jetzt... Oh Gott, was soll das denn werden? Mit Violet? Did you hear? This is too good. What is it? Someone's running against Mayor Soft, the new guy. Marty, what's his name? Otto thought he was just going to coast to victory, but not anymore. Okay. Der größte, einzige, die größte, einzige Wahl in Fairhaven in 15 Tagen. Oh, okay. I'm so glad the drought is over. I was really starting to worry about my bees. Soon they'll cluster up to keep the colony warm. Did you know that bees generate their own heat by vibrating as it gets colder? I always love that fact. Ja, und tschüss. Oh, wir haben mal wieder Unkraut, ja. Gebt mir all euer Unkraut. Ich möchte endlich das Ding bauen. Aber mal wieder nur zwei. Das ist so nach dem Motto, ja, hier hast du noch ein bisschen Unkraut, aber du darfst nicht zu viel davon haben, weil sonst hättest du ja was davon. Aber gut, wir kommen zumindest unserem Ziel, wo wir schon seit Wochen, okay, es sind drei Unkraut, wo wir seit Wochen hinterher sind, kommen wir zumindest schon mal wieder einen kleinen Schritt näher. Das ist doch auch schon mal was. Oh, nee, wir hatten noch ein einzelnes. Zwei kleine Schritte. Moment, das ist nicht der da drüber. Ich will den da drüber haben. Doch. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ja, zu ihr in die Werkstatt müssen wir noch. Und dann brauchten wir noch eins. Ich hasse es. Okay, wir müssen uns erstmal noch um die Tiere kümmern. Das war das Ei, das war nicht das Tier. Aber egal. Ja, jetzt kommt mir doch wieder alle. Warum können die eigentlich nicht davon fressen, wenn ich das eine Huhn fütter? Ich meine, die pieken ja sogar das Zeug vom Boden auf. Oder sie zeigen mir einfach nur ihre Hintern. Ich bin mir nicht so sicher, was sie da gerade machen. Aber die pieken das ja sogar vom Boden auf. Wieso sind die da nicht gefüttert? Wieso muss ich die extra füttern? Das ist eine Sauerei. Liebes Team, so geht das nicht. Das muss realistisch gemacht werden. Oh, ich kann schon gar nicht mehr reden hier. Habe ich das richtige Huhn erwischt? Ja. Habe ich. Sehr schön. So, Nugget. Gib mir, was auch immer du hast. Nö, er hat mir nichts mehr gegeben, oder? Habe ich jetzt was verpasst? Ich meine nicht, ne? Nein, du kommst hier nicht raus. Du wirst erstmal gefüttert und lieb gehabt. Also, gestreichelt. Lieb gehabt, gehaben, wollte ich gerade sagen. Aber das hörte sich ein bisschen... Naja. Von ihr habe ich eine Hühnerfeder bekommen. Das ist schon mal etwas Gutes. Moment, dich hatte ich schon. Du warst die mit dem Ausrufezeichen. Dann kriegst du noch was. Dieses arme kleine Küken. Es wird so mit Futter überstreut irgendwie und kriegt wahrscheinlich noch nicht mal ein Bissen runter. Und dann kommen die anderen kommen dann an und futtern dann alles weg. So, Schnabelmann, obwohl du eine Frau bist. Oder besser gesagt ein Huhn. Ein weibliches Huhn. Wobei Hühner nicht männlich sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sag mal am besten gar nichts mehr. Ich nehme einfach mal meine Milch. Oh, das ist so niedlich. So allerlei Größen hier an Tieren. Zwei Milch wieder. Sehr schön. Ich hätte vielleicht vorher streicheln sollen. Vielleicht würde sie sich dann dazu erbarmen, eine Milch mehr zu geben. Sie hat nämlich schon länger nicht mehr die drei Milch gegeben. Ich weiß nicht, ob es ihr einfach nur nicht gut geht. Du musst geschoren werden. Das ist sehr schön. Wir haben so viel Wolle jetzt bekommen. Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Wir haben gar keinen Stoff mehr gemacht, ne? Sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Den könnten wir dann ja super verkaufen. Weil ich sag mal... Ja, du wirst auch noch gefüttert. Ich sag mal, die Schafe, die bleiben ja bei mir auf der Ranch. Und solange ich die fütter und so, sollte ja nichts passieren. So, irgendeinen habe ich jetzt aber noch nicht. Oh, zwei habe ich sogar noch nicht. Habe ich jetzt ein Klonschaf hier mit zwei Köpfen oder was? So.
Natürlich ist das andere liebesbedürftige Schaf jetzt wieder rausgelaufen. Nein, bleib stehen. Bei Fuß. Brav, Mitternacht. So. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Und ich kann nicht mehr rauslaufen. Dann müssten wir... Obwohl, ich gehe noch mal kurz... Bevor ich da hingehe, noch mal kurz nach oben, um noch ein paar Sachen einzusammeln hier aus dem Wald. Sieht aber sehr schön aus, ne? Wie sich die Farben so geändert haben. Ich meine, viel hat sich natürlich jetzt nicht geändert. Bäume und so, das sieht alles gleich aus. Wobei die eigentlich auch anders aussehen müssten. A recipe. So. Kürbisbrot. Sehr schön. Habe ich noch nie gegessen, aber ich liebe Kürbissuppe. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Kürbisbrot auch sehr lecker ist. Das ist doch was zum Einsammeln. Pistazie. Ach, dann kann man das von Jahreszeit zu Jahreszeit anders einsammeln. Das würde auch erklären, warum wir einige Blumen, wie jetzt zum Beispiel die Disteln, da nicht mehr gefunden haben. Das hängt bestimmt auch damit zusammen. Ich werde jetzt auch wieder nicht angeln, obwohl ich ja schon gerne noch ein bisschen mehr Geld wieder reinbekommen würde. Aber ich werde trotzdem aktuell nicht angeln, weil ich muss definitiv nochmal in der Mine weitermachen. Nichts mehr zum Ausgraben. Sehr enttäuschend. Very disappointed. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Ich hoffe, ich komme noch rüber mit der Magie. Aber es wird ja nichts mehr abgezogen. Ne? Anfangs wurde es irgendwie mal abgezogen, aber neuerdings wohl nicht mehr. Och, jetzt haben sie schon wieder alle zu, oder was? Och, nö, Jungs und Mädels. Wir haben Dienstag und noch gar nicht mal so früh. When did you come here, Perry? Long enough ago to have seen many wilds come and go. Your High Priestess has great expectations that you'll follow in your ancestors' footsteps. I suppose we shall see. Na, das klingt jetzt aber nicht so nett. So nach dem Motto, wir werden sehen, ob du das überhaupt schaffst. I hear you are choosing a new leader in your town. Hmm. Strange. Betty has never given us much of a choice. Although, I can't imagine who would want to run against her. Not even me. And I can outrun anyone. Tja. Ich weiß auch nicht so genau, was das alles... Ich meine, es ist ganz cool, dass er mal Konkurrenz bekommt. Auch die ist gar nicht da. Willst du mich jetzt veräppeln? Steht die immer noch in meinem Vorgarten? Moment, da muss ich mal gucken. Nee, da steht sie jetzt aber auch nicht mehr. Hm. Na gut. Ach so, ja, da müssen wir auch noch gucken. Liebe Tara Wild, Francis Calderon und Agnus Seton laden dich zur Feier ihrer Vermählung im Wald von Fairhaven ein. Kuchenempfang folgt. Datum und Uhrzeit werden noch angekündigt. Ja, super. Warum schreiben sie das nicht direkt rein? Es gibt noch so viel zu tun. Agnus und Francis. Oh, wie niedlich. Zu lieben und zu ehren. Francis und Agnus heiraten. Angus, nicht Agnus. Wobei beides irgendwie seltsame Namen sind. Oh, es ist soweit. Es wird geheiratet. Ja, cool. Hast du eine neue Quest für mich? Oh. So, do you really think you'll be able to get these medals done in time for the leveling up ceremony, Natalia? You bet. Of course, houses of worship usually play host to other types of ceremonies, if you know what I mean. Perhaps as messenger, you ought to set an example and go first. I'm too committed to the work I'm doing with our members to focus on my own personal life, Natalia. Sei kein Märtyrer, lass dir Zeit, nicht jetzt. Zu wem sage ich das denn jetzt? Cameron, the League doesn't have martyrs, so why make one out of yourself? You deserve to find someone and be happy too. She's right. A happy shepherd would only be an inspiration to his flock, after all. Excuse me, I've got to go see if the first batch is cooled. I hope you won't think I'm being egotistical, but I suspect that Natalia's ribbing is disguising a bit of a crush. Unfortunately, I've already got my eyes on someone else.
Well, I better be going. I'm needed back at the Consciousness Center. Hope I see you soon, Tara. Nein, nicht ich. Nein, ich will Wesley heiraten. Wieso muss ich jetzt mit ihm über Dings sprechen? I hope you'll consider voting to re-elect Mayor Otto. He's brought so many great things to the community. Like me. I'm joking. But seriously, he has been a true supporter of our mission here. Mhm, welcher Mission denn? The Book of the Mind includes a beautiful marriage ceremony. I was hoping to perform it for the first time this fall, but I guess Angus couldn't convince Francis to let me officiate. He couldn't even convince Francis not to have their wedding in the woods. Ja, das kann ich absolut verstehen. Das heißt, mit ihr können wir da auch drüber reden, ja? Exciting election coming up, huh? I've never seen Otto in such a state. Do you think he's worried he might lose? Well, Marty's a handsome young upstart, to be sure. I mean, some gals might find him handsome. He's not really my type. Of course, I only seem to like him shifty and, shall we say, sporadically employed. Mm-hmm. Na gut. Dann... Ich bin gerade am Überlegen. Moment. Mit ihm müssen wir wahrscheinlich dann auch darüber reden, ne? Ja. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall rein. Do you know who you're voting for yet, Tara? I can't decide. Francis is pretty determined to vote for Marty. But Messenger Cameron thinks we should support Otto. Well, who do you like? I like not having political arguments at home, for one thing. Because then I get no snuggles. I just want to make baked goods and cuddle. Is that too much to ask for in life? Oh ja, ich musste gerade an Mr. Snuggles denken. Mr. Snuggles. Snuggles? Mit oder ohne S? Ich bin mir gerade nicht sicher. Greetings, neighbor. I hope I can count on your vote to keep Fairhaven strong. Here, take a button. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist komisch, dass der andere sich plötzlich zur Wahl stellt. Deswegen... Ach so, mit dir habe ich ja schon gesprochen. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso geht das jetzt nicht? Ach, die Schule hat ja wieder begonnen. Oh, ihr Arm. Es tut mir leid, dass ich den Herbst eingeläutet habe. Aber die Blumen brauchten Wasser. Ach so, du bist schon fertig. Ja, du warst auch schon fertig. Du glaube ich noch nicht, oder? Darfst du überhaupt schon wählen? Ich meine, du bist noch keine 18. So, who do you like in the election, Sebastian? Well, I'm not old enough to vote. But I hope Marty wipes the floor with Otto. Das war deutlich. Back to the grind. What? School? No, I'm learning how to grind down ramps on my skateboard. I keep rolling off the edge instead, though. Das ist natürlich kontraproduktiv. So Mayor Otto is running against the new guy who always comes in here with chicken poop on his boots. Some choice. I liked it better when Sebastian's dad was mayor. No? So like... Mrs. Soft is having us do a project on the election, and I'm supposed to interview people about who they're voting for. And I'm sure she's totally not just using teenagers in her class to conduct her own personal polls or anything. Anyway, do you know who you want to vote for? Mayor Soft or Marty Emerson? Das möchte ich nicht sagen. Ja, weil ich selber noch nicht weiß. I think I'll keep it to myself for now. Fair enough. But like, you can tell me and I just won't write it down if you want. This is such a busy time of year. School has started, the election is soon, and of course everyone in town still needs the support of Town Hall. How do you manage having so many jobs? It's fine. I'll sleep in winter. Das sollte ich vielleicht auch mal probieren, wenn ich schreibe am aktuellen Buch, wenn ich YouTube aufnehme, wenn ich mich gleichzeitig natürlich auch noch um meine Tochter kümmern muss, von wegen hier und dahin fahren und Schule und so weiter. Und wenn ich dann auch noch zwei Zeichenkurse belegt habe. ja, vielleicht sollte ich dann auch einfach nur im Winter schlafen. Wäre vielleicht mal eine logische Konsequenz. Hi there. I'm sure you recall the warm way my husband welcomed you into our town. Yes, that was very nice. He's truly the best candidate to bring our community together. I know he would appreciate your support. Weiß ich, aber ich bin ganz ehrlich...
Ich würde ihn ja am liebsten aus dem Spiel raus haben, weil ich den Bürgermeister irgendwie, der ist mir irgendwie suspekt, ich weiß auch nicht. Well, I just talked Angus and Francis out of using calla lilies in their wedding. Calla lilies are funeral flowers. Everyone knows that. Yup, I absolutely knew that. Genau. Ready for your first ever Fairhaven election? Sure. Is there gonna be a debate? I guess so. Should be fun. But I think Mayor Soft will come out on top. Na, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also da sind schon einige nicht für ihn, sagen wir es mal so. Gerade eine Alraune gekauft und schon finden wir eine im Wald. Das war so klar. Aber für irgendwas braucht man die auf jeden Fall. Irgendwas Wichtiges. Es tut mir leid, ihr lieben Fische. Ich lasse euch heute ausnahmsweise mal in Ruhe. Shelby ist auch nicht da. Nein! Oh, komm! Du stehst mitten vor diesen Dingen. Hast es nicht direkt anvisiert vom Spiel her, aber anvisiert, dass du da direkt die Augen drauf hast und alles. Und dann dreht die sich um und haut auf den Baum. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Hatten wir nicht gesagt, das können wir theoretisch tagsüber auch auffüllen? Oder brauchen wir dafür das Mondlicht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, anscheinend brauchen wir das da nicht für. Gucken wir mal eben. Nehmen wir mal Mondblumen. Das sind die, wo ich jetzt im Moment quasi am meisten von habe. Andererseits die Mondblume kriege ich immer wieder. Die Mondblumen kriege ich nicht unbedingt wieder. Kommen nämlich im Moment nicht so. Oh, warum ist das jetzt so wenig? Weil ich das jetzt in der Nacht mache oder was? Hallo? Das ist auf einmal auch alles so wenig. Oder ist das, weil meine Magie jetzt größer ist? Ich bin mir nicht sicher. Boah, da brauche ich 6 Stück, um das komplett... Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Weil das hat sich nicht wirklich vergrößert. Hm. Was ist eigentlich aus der Aktion von Violet geworden, fällt mir gerade ein. Hatte sie nicht mit diesen Vehiren oder wie heißen die nochmal? Da wollte sie doch auch was machen. Wollte dann ihre Mutter, glaube ich, suchen. Da ist jetzt gar nichts mehr draus geworden, ne? Ne, Moment, mit ihm haben wir schon gesprochen. Dann hat er so komische Andeutungen gemacht und dann bin ich weggerannt. Okay, weggerannt bin ich nicht. So, dann würde ich sagen, ja, für die Oma können wir mal Mohnblumen investieren. Hat sie mal was anderes. Angus and Francis are getting married. I thought the idea of going to a wedding would make me sad, but I'm happy for them. Ja, das ist doch logisch, dass du dich für sie freust. Ich meine, das mit deinen komischen Typen da, das ist ja schon alles, keine Ahnung, Asbach uralt. Das ist ja schon kein Thema mehr. Finally. Now that it's fall, I don't have to worry about my makeup running in the heat. No. Amira, your makeup never runs. Yes, it does. I try not to be vain, but I notice every time. Ja, gibt's nur eine Sache? Nicht mehr schminken. Hey, what do you think of the election, Amira? I think it's better to stay neutral on this, at least publicly. I am the town doctor after all. But I do find Mayor Otto's agitations about a neighborhood watch to be unsettling. Perhaps Marty would be more tolerant of differences. Ja, ich weiß es halt selber nicht. Bin ich ganz ehrlich, was besser wäre. Aber es ist schon ein bisschen komisch, wie er da reingekommen ist. Ever since Francis and Angus moved here, Francis has been stressing about this wedding. I'm psyched they're finally gonna celebrate their love, but more importantly, I'm psyched that Francis will get part of his life back. The guy has got to stop adding pictures to his wedding mood board. Hey, have you heard Marty's running for mayor? I can't wait to cast my vote. Pfft. Goodbye, Otto's bar tax. You should think about voting for Marty too. He wants to actually bring this town into the future. Okay, I'll think about it. Also was halt auch komisch ist, muss ich jetzt auch dazu sagen. Der hier Shelby, also der Seher, ne? Der Hellseher, hat ja gesagt,
dass großes Unheil auf uns zukommen wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hatte. Aber das irgendwas so, sie kommen oder sowas, glaube ich, hat er gesagt. Großes Unheil kommt auf uns zu. Ich hoffe nicht, dass er damit den Tierburschen da, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich hoffe nicht, dass er ihn damit gemeint hat. Also vielleicht wäre es doch besser, wenn wir den Bürgermeister weiter im Amt lassen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, it's so nice to finally get a relief from the heat. It turns out, all season wool trousers are not really all season after all. Do you think we should re-elect Mayor Soft, Francis? Otto claims to be soft on small business, but he still owes me money for a necklace he bought for Mrs. Soft. Maybe we should elect someone who cares enough about small business owners to pay his debts on time. Ja, also ich höre raus, dass der Bürgermeister halt viel Scheiße gebaut hat. Fall makes me nostalgic. It's the start of the busy season for truckers. I didn't figure you as nostalgic for truckers. Business at the diner where my mama worked would always pick up when the truckers came through. Imagine the smell of sandwiches grilling and sauce bubbling around the clock. Mmm. What are you thinking about the election, Sophia? Oh, I don't know. I like Marty. He's nice and seems to have some interesting ideas. But he is pretty new here. Not that there's anything wrong with that, of course, Tara. Mhm, genau. Ich guck noch mal eben, aber da haben wir jetzt nichts gehabt, was wir jetzt dem einen geben könnten, ne? Filet Wellington. Nee, das war aber auch nicht dabei. Moment, wie konnte man das jetzt hier nochmal nachgucken? Muss ich? Achso, da. Roastbeef, Schweinebraten, Ofenlachs. Ja, die kann ich alle nicht. Okay. Ja, Köder. Köder brauchen wir nicht, aber darüber können wir nochmal reden. I guess I don't have to ask who you're voting for in the election. Ah, right. Well, my boy does the best job he can. I know it's not easy. Ja. Ja. Das ist halt so mein Gedanke. Er macht nicht immer alles richtig, aber dieses... Achso, doch, mit ihm müssen wir noch reden. Dieses... Es kommt ein Unheil auf uns zu. Das lässt mich einfach nicht los. Oh, thanks for helping Kim build that onsen. Helps me thaw out when I come off the water now. Are you voting in the election, Kai? Of course, brah. Marty wants to build an awesome new gym. Gotta have some place to train when the waves are flat, man. Sagt er nur ihm das? Also, das haben die anderen jetzt noch nicht gesagt. I have to admit, I'm relieved that the kids are back in school. Since Parker and I both work, coordinating childcare during the summer is a nightmare. I will miss their lemonade stand, though. It made them so happy. Ach, der war nur im Sommer, oder was? Nein. Ihr Schweine. Hey, Lena. I heard the election is coming up. Oh? Yeah, I suppose it's that time again. I would rather stay out of politics, honestly. But I'll be interested to hear what the new fella has to say. Ja, aber zwischen Sagen und Tun haben wir die letzten Jahre ganz extrem gemerkt. Das ist ein Riesenunterschied. Kürbisse wären natürlich auch geil. Kohlsamen, ja. Können wir mal 5 von kaufen? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Trauben werden wir auf jeden Fall 10 von kaufen, weil da werden wir mehr von anbauen. Und Kürbissamen, ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Werden wir auf jeden Fall auch welche holen. Fenchelsamen auch nochmal 5. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht so wirklich für irgendwas, die Sachen. Trauben habe ich noch 3 Stück, genau. Und ansonsten... Ach so. Ach so, nee. Sie hat ja gar keine Blumen. Ach, was gucke ich denn hier eigentlich? Violett ist aber nicht im Laden, ne? Oder wie war das? Oder doch, die war im Laden. Aber ich habe da nicht mal mit ihr geredet, das war's, glaube ich. Sophia told me that Juliet thinks I'm cool, which is honestly very sweet. Oh no. Am I becoming a kid person?
I need to process this. Okay. I'm really thinking about voting for Marty. And it's not just because I haven't had to source meat from off-island since he got here. Wait, do you think he would give up the ranch if he became mayor? Das will ich hoffen. Also, nee, also, ich meine schon, dann würde ich das übernehmen. Aber ich denke nicht, dass er das macht, oder? Ich weiß nicht. No, he loves shoveling animal poop all day. No, he doesn't. He hates poop. Maybe it would be better if Otto stays mayor. Ja, dann würde ich sagen, wähl mal den Bürgermeister. Wesley, hallo. Das sind unsere Hochzeitsglocken, die gerade läuten. Willst du mich heiraten? I've been reading about old Russian harvest festivals now that it's finally fall. My dad may have been a deadbeat, but I still like learning about the place he came from. Maybe if I can find a potion that lasts for an entire flight, I could even go there someday. Oh. Nein! Ach, das ist noch nicht fertig. Scheiße. Ich wollte dir jetzt sowas Leckeres zu trinken geben, aber das ist noch nicht fertig. Oder ich habe vergessen, es rauszuholen. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich mit dir heute schon gesprochen? Ja, ne? Meine ich doch. Okay, dann lasse ich die mal laufen. Och, Wesley, warum tust du mir das nur an? Nichts von dem, was du gerne isst, kann ich machen. Also machen vielleicht schon, aber ich habe nicht alles gehabt, meine ich. Ja, das war auf jeden Fall offen. Nicht weglaufen, ich muss mal eben was kaufen bei dir. So, was haben wir denn hier? Tigerlilienknollen und Schildblumensamen. Okay. Die sind auf jeden Fall günstiger, aber ich würde sagen, die sind ganz schön. Da nehmen wir mal 4 von mit und da auch 4. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich im Winter hier, ne? Nee, wachsen im Frühling. Echt? Okay, dann im Wald war ich auch schon. Dann würde ich sagen, dass wir die erstmal anpflanzen. Und dass wir mal schauen, wegen dem Trank. Muss ich mal kurz reingehen. Nee, den hatte ich erst. Achso, das war dieser Glaskugeltrank, den ich gemacht hatte. Der ist aber noch 4 Stunden. Ich wollte auch gar keinen Trank holen. Was rede ich denn hier für einen Schwachsinn? Nee, das... Ach so, ja. Das hat ja noch 4 Tage gedauert mit dem... Ja. Ich weiß es wieder. So, hier brauchen wir auf jeden Fall Blumen. Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob ich jetzt eine goldene Spitzhacke machen kann. Was natürlich viel effektiver wäre. So, dann machen wir... Ich weiß nicht, wie viele Blumen ich da überhaupt hinmachen kann. Machen wir da aber auf jeden Fall auch noch die Orangen rein. Die Tigerlilien. So, dann... dann können wir hier auch noch was einsammeln. Sehr schön. Haben wir das irgendwie vergessen heute Morgen? Sieht ganz so aus. Es tut mir leid. Oh, Maulbeerblätter. Sehr schön. Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. So, dann haben wir hier Platz, um auch nochmal Blumen reinzumachen. Zack. Aber die macht jetzt wieder nur hier unten. Das war doch zuletzt irgendwie so, dass die 2 Sachen gegossen hat. Das war so seltsam. Oder lag das irgendwie daran, dass ich da noch die kaputte benutzt habe? Oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann werden wir hier hinten die weißen reinsetzen. Und die sollten dann natürlich auch den ganzen Herbst da drin stehen bleiben. Das sind die. Und ich kann immer noch keine neuen Beete machen. Das macht mich so bekloppt, dass ich keine neuen Beete machen kann, ne? Weil ich immer noch kein Unkraut bekomme. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal in den ersten beiden Traubensamen rein. Und wenn wir dann ein neues Beet haben, würde ich sagen, machen wir da dann auf... das macht sie jetzt wieder... das verstehe ich nicht. Da gießt sie jetzt plötzlich wieder beide.
verstehe es nicht. Keine Ahnung. Okay, dann haben wir das schon mal soweit angepflanzt. Sehr gut. Was ist mit dem Kompost? Der sieht so fertig aus irgendwie. Oder hatten wir den gerade... Ah, nee, den hatten wir gerade erst reingemacht. Okay. Dann würde ich schon fast sagen, dass ich noch mal in die Mine gehe. Die Folge ist ja jetzt schon ziemlich lang geworden. Ich gehe jetzt noch mal in die Mine und wenn nichts Spektakuläres dazwischen kommt, dann verabschiede ich mich schon mal von euch und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. How are you feeling, Shelby? Any more headaches? Feeling much better, thanks. But I still feel a chill in the air. Well, it is fall. I know that. Young folks think they're so clever these days. Are you planning to vote in the election, Shelby? Why would I do that? Won't make a bit of difference. That's not true. Everyone's vote counts. It's already decided. No point worrying about it. Ja, da hat er leider recht. Hi there, fellow farmer. You may have heard that I've thrown my hat into the ring for the mayoral election. I hope you're ready to build the new Fairhaven of the future. I do seem to build most of the things around here. That's the spirit. I didn't realize you had political ambitions. I didn't either until I moved here. I guess I'm just an ideas guy. What can I say? Must be all that time in consulting. What? Oh, yes. An dieser Stelle muss ich das Video leider einmal cutten, denn die Aufnahme ist viel, viel, viel zu lang geworden. Den zweiten Teil seht ihr dann morgen. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.